Die Freiburger Uni-Bibliothek beherbergt für 2 Monate eine Kunstausstellung. Auf 2 Etagen sind Porträtzeichnungen mit Studierenden zu sehen. Die Künstlerin Evelyn Höfs hat ihre Momentaufnahmen direkt an den Schnittstellen studentischen Lebens gemacht. Die Zeichentechnik ist wie vieles im Leben junger Menschen digital. Mein Werkzeugkasten ist quasi nur das Tablet und nicht eine riesen Ansammlung von Buntstiften oder irgendwelchen Näpfchen zum Aquarellmalen. Studierende zu finden, die sich zeichnen lassen wollten, war für die Künstlerin nicht schwer. Ach, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Flyer gemacht, wo ich kurz das Projekt erklärt habe und 2 Bilder als Beispiel mit abgedruckt, 2 Porträts, die ich schon gezeichnet hatte. Und da haben sich genügend gemeldet. Auf dem Tablet entstehen die Porträts schneller als im Atelier. Die aus Berlin stammende Künstlerin hat sich für ihr Projekt Freiburger Studierende ausgesucht, weil sie vom Campus fasziniert ist. Es ist eigentlich auch eine tolle Stadt durch die Universität, durch die Studenten. Dass hier so ein ganz besonderes internationales Flair so ist. Und das kommt durch die Uni und die ganzen Forschungsinstitute. Studierendenporträts als digitale Zeichnungen von Evelyn Höfs. Zu sehen bis zum 19. März in der Freiburger Uni-Bibliothek.